Das ist ein bisschen schneller, glaube ich. So. Wieder bei einer neuen Folge von Assassin's Creed 4. Jo, machen wir mal die Assassin-Mission hier, dass wir ein bisschen wieder Kohle reinbekommen. Wir haben ja ein bisschen Geld wieder letztes Mal ausgegeben. Der andere ist zu weit gegangen, der Geschworene an die Templer verkauft und dabei ja, viele unschuldige Männer und Frauen ermordet. Beendet sein Leben, damit er keinen weiteren Schaden anrichten kann. Alles klar, machen wir natürlich. So, gucken wir mal. 1000 Reales lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. So, wo sind wir dann? Achso. Ah ja, gut, okay. Das ist dann etwas... Guck mal, hier haben wir denn jetzt die ganzen Goldflotten angezeigt. Sehr schön. Marinekonvoi. Marinekonvoi. Ja, wo bin ich denn jetzt zu Hause? Okay, gut. Ja, die machen wir halt einfach mal, wenn wir mal hier in der Nähe sind. Ja, ganz einfach, weil ich habe da hier auf jeden Fall noch nichts aufgedeckt. Ja, egal. Dann machen wir erstmal die Hauptmission weiter und dann schauen wir mal. So. Können wir die auf jeden Fall mal mitnehmen. Achso, ich soll mal vielleicht auch mal Schiff gehen. So. Ich kann ja nicht rüberschwimmen. Ja. Komm. Ey. Ja gut, dann geht er hoch. Irgendwie. Oder auch nicht. Wo ist er denn? Wo ist denn jetzt mein Schiff? Ja, weiteraus weiter. Gut. Hier in den Monsun-Sümpfen. Mangroben. Mangrovensümpfe, so heißen sie, ja. Monsun ist ja der Regen. So. Hoch. Da draußen haben schon wieder gekämpft, oder was, wie ich das sehe. Ein Kampf ohne mich. Geht ja mal gar nicht. Gut, egal. Ja, komm. Auf geht's. Captain am Ruder! Oder wie weit ist denn der entfernt? Ja. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen am Schiff rummachen. Gut, egal. Was haben wir denn jetzt hier Feines? Jetzt geht! Ja gut, ich habe euch versprochen, dass wir erstmal die Hauptmission weitermachen. Jetzt halte ich mich auch daran, obwohl er jetzt wirklich... Fregatte. Ja, ich wollte nämlich jetzt noch mal gucken. Egal, es gibt noch genügend Fregatten, die wir uns nehmen können. Ich darf mich halt nur nicht mehr so dusselig anstellen. Und vielleicht auch mal ein bisschen selbst mal mich selbst auch noch ein bisschen pimpen. Klappt das auch. Gut, Aufenthaltsort des Ziels erreichen. Ah, hier dann. Spanische Brick. Kiste. Kiste geht immer. Leute. Okay. In der Salzlake. Captain in der Salzlage, richtig. Schauen wir mal. Oh. Da ist auf jeden Fall dieses Schiff. Wird irgendwo da hinten fett gefightet, ja. Na, komm, auf geht's. So.
Soll ich mal nacheinander alle meine Bricks verschrotten oder so? Abwracken. Ja, geht jetzt die Kiste auf? Jo, gut. Nebenaktivitäten, Assassinenauftrag, den Aufenthaltsort des Ziels erreichen. Nee, machen wir es nicht. Machen die Hauptmission weiter erstmal. Ja, versprochen ist versprochen, wird nicht gebrochen. Ja, ich sag ja, und so, das war damals hier in der Zeit des. Was ist denn das? 18. Jahrhundert? Jo, 18. Jahrhundert, ne? Jo, ging es hier noch richtig so zur Sache mit den. Mit den Spaniern und mit den Engländern. War ja Krieg noch ein legitimes Mittel zur Politik. Kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ja gut, bei einigen Staaten schon, das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber es war jetzt nicht mehr gang und gäbe. Also ist heute nicht mehr gang und gäbe, jedenfalls bei vielen Staaten. Bei anderen natürlich klar, immer noch, aber bei den meisten eigentlich nicht mehr. Ja. Komm auf, geht's die. So. Umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Ja, tun wir mal die Mission starten. Gebt den Wind nach! Also Thatch hat's erwischt. Verflucht. Es waren zu viele. Ich kam nicht hin. Zum Teufel auch, er war stark, doch sein Herz war zweigeteilt. Ist schwer, das gewohnte Leben loszulassen. Ei. Ein dämlicher Alter prahlte immer damit, dass er sich sein eigenes Schiff kaufen würde. Ich hole mir einen Kaperbrief, Charlie. Dein Vater wird noch Kapitän. Er trank ihm Whisky, bevor er in See stach. Also, Kenway. Ich habe über deinen Plan nachgedacht. Dieses Observatorium, von dem du faselst, weißt du, wo es ist? Wir suchen ein Sklavenschiff namens Princess. An Bord ist ein gewisser Roberts. Der kann uns hinführen. Sklavenhändler arbeiten für die Royal African Company. Bringen wir eins ihrer Schiffe auf und stellen ein paar Fragen. Ja, klingt nach einem Plan. Gut. Wie ist der Kurs, Captain? Wir suchen Sklavenschiffe. Solche im Dienst der Royal African Company. Du willst doch jetzt wohl nicht mit Menschen handeln, oder? Ein guter Gott. Du solltest mich besser kennen. Wir suchen nur nach Informationen. Wir müssen wissen, wo die Princess vor Anker geht. Die Princess? Ein Sklavenschiff? Ei. Blackbeard sagte, die Chancen stünden gut, dass der Weise an Bord ist. Wen haben wir da vor uns? Ranger. Captain, Lane hat gerade ein Handelsschiff versenkt. Verdammt! Kann dieses Tier sich denn nicht an Abmachungen halten? Tja. Gut, wir haben aber die Beute eingestrichen, also was soll's, ja. Backbord, Sir! Dort schwimmt Beute! So, gucken wir mal auf der Karte. Oha, verdammt riesiges Gebiet. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir dann hier landen. Schwertwahl. Ja, wie gesagt, kaponieren, das müssen wir nicht auch mal noch alles machen. Wir sind sicher nah am Ziel. Backbord, Captain! Dort drüben treibt ein Monster! Ja, nehmen wir mit. Ja, schnell können wir auch nicht. Reisegeschwindigkeit geht wohl nicht. Was ist denn?
Okay, dass dieser Schiff, Fisch, Harpunenziel ansehen. Da ist das Vieh! Captain, hier gibt es Meeresfrüchte aufzuspießen! Ja, ist aber nicht jetzt unser Auftrag. Wie gesagt, das machen wir noch alles. Was ein Schiff so schnell, ja, meint es natürlich richtig. Von Backbord, Sir! Da treibt einer, Sir! Denke, er hat überlebt! Auch das ist jetzt nicht unser Ziel. Was haben wir denn hier vor allem? Da ist es. Boah, auf Regatta Stufe 29. Da senkt das Sklavenschiff nicht, Kenway. Es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich weiß. Sieh voll, Captain! Das Sklavenschiff fliegt! Ja, Narr! Ich bringe uns ran! Feuer! Verdammt! Ja, gib mal Gas. Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Wirklich mit allem, was er hat. Versenkt es, wenn er nicht aufpasst. Wir gehen näher ran. Feuer! Oh! Achtung, Captain! Am Ziel vorbei! Feuer! Ja, nur ob man sich hier nicht auf so eine Mine war. Feuer! Feuer! Okay, komm, auf geht's. Erwarten wir Feuer! 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 Er ist ein bisschen schneller, glaube ich. So. Feuer! Feuer! Alle Mann an Deck! Hey, treibt nur noch! Bring uns nah ran! Oh Mann! Was haben wir hier noch? Alter. Kommt an Bord, Jungs! So schnell ihr könnt! War ja klar. Alles klar, abdrehen! So. Segel setzen, Bewegung! Finde diese Bastarde, Captain Way. Ich bring die Kerle um, die mein Schiff versenken. Was haben wir denn hier? Das Schiff hinterher. Denk daran, was wir vorhaben. Alter Abstand zum Vorkämpfen. Diese Kanonen schießen sehr weit. Ja. So, auf geht's. Und die Landratten ein! Was ist das? Wir gehen rüber, such den Captain! Kommt mal her, ihr Rabauken! Ihr sticht mir ein paar Fläuse! Kanonen und Stahl sind lauter als Stock und Spucke. Oh, wieder die Unschaffertuten. Okay. Such jetzt den Captain! Ja, egal. Gut. Komm. Alter. Okay. Hol ich mir jetzt. Oh, hat er mich runtergeschossen? Ich glaube, ich bin nur. Unglaublich. Mann. Ey. Alter. Ja, mach mal hier was. Komm, nicht wegstecken, so. So, auch geht's jetzt hier. Was ist denn los? So. Oh Mann, jetzt kommt der da wieder. Ja, so, mit dem Schwert geht's. Boah, Alter, ich hab doch immer hier irgendwie das Pech. So, ich muss auf jeden Fall mal ein bisschen regenerieren. Ja, ich lass halt jetzt nicht wieder verkacken, ne? Okay, da muss ich nicht hoch. Ja, wenn du schon wieder auch mit drüber gehen würdest und mir mal ein bisschen helfen würdest. Das sind schon ein bisschen viele.
komm. So. Oh, Alter. So, geht doch. Mann, Mann, Mann. War trotzdem mal eine ganz schön knappe Sache, du. War richtig schweißgebadet hier. Der Captain sagt, die Princess läuft alle paar Monate Kingston an. Also gut. Wir setzen Kurs. Meine Takelage hängt in Fetzen, ihr Hurensöhne. Ihr schuldet mir was. Verdammt, Wayne! Oh, Charles, teuflischer Hund. Leg dich nicht mit mir an, Charles. Aber ich möchte mich mit dir anlegen. Wie? Die Jungs und ich hielten einen Kriegsrat ab. Während ihr eure Zeit vergeudet, sagten sie, ich wäre ein besserer Captain als ihr hellen Hunde. Ich schneid dir ein paar neue Löcher, Verräter. Ehe, verkaufe ich dir Zähne in Kingston. Doch bei euch zwei Saufnasen darf ich kein Risiko eingehen. Das wirst du bereuen, Rackham. Ich bereue eh schon zu viel. Hältet sie fest. Werf sie raus. Der würde richtig bereuen. Die Ratte. Ich krieg dich, Jack Rackham. Ich schneid dich auf, reiß dir das Gedärm aus der und bespann meine Laute damit! Lass das verdammte Geheule weinen! Das hilft uns gar nicht! Sieh an, der berüchtigte Edward Kenway spricht, hm? Verrat uns, Captain, was tun in dieser misslichen Lage? Was schlägt unser Meisterhirn vor, wie wir ein Schiff ohne Segel und Ruder steuern? Halt dein Maul! Ja. Oh, ich habe mich sogar verbessert. Die wohlhabendsten Piraten, sehr schön. Ich habe aber auch nicht so viel Kohle. Ja, was ist denn jetzt passiert? Ich will mein Schiff wieder zurückhaben. Schön ruhig. Ich nehme mir die Austern, die du hortest. Du Memme! Hier gibt es genug zu essen, wenn du nur die Augen öffnen würdest. Meine Augen sind auf. Und was zum Essen habe ich auch. Nein, lauf mir nicht hinterher. Hörst du mich? Brauchst mich nicht zu suchen. Armer Irrer. Glaube ich nämlich auch. Ich glaube, der verliert langsam so seinen Verstand. So, was haben wir denn hier für eine schöne Insel? Ich glaube, wir verpassen uns erstmal hier eine bisschen Übersicht. Ich habe keine Pistolen, habe ich wenigstens mal ein Schwerter. Naja. Ich habe nur meine Klingen. Das heißt, mir fehlt die halbe Ausrüstung. Ja, geh mal jetzt hoch hier, was ist denn los? Wo geht's weiter? Naja, egal. So. Weiter nach vorne synchronisieren. Gut. Wenigstens gibt es hier ein paar Schätze. Boah, ich habe nicht mal hier Kohle mehr oder so. Was ist denn das jetzt hier? Das kann ich mir wirklich wieder rumkaufen. Was haben wir hier? Eine Flasche, die wird nicht verfügbar. Trotzdem die Flasche haben. Ach, da liegt sie. Cool, ihr kennt es ja wieder. Na? Zwei frühe Meinungen zu meiner Conditional. Conditionä. Gut.
Gut, also wo sind wir denn hier? Oh, alles klar. Mhm. Ja, sehr schön. So, raus. Gut. Dann muss ich jetzt noch die andere Kiste und dann suchen wir jetzt mal Wayne. Wayne interessiert's. Ja. Brauchen wir da nicht schon? Ja, gut gesagt. Jo. Kann ich übrigens schon mal zwei Flaschen rumkaufen. Was haben wir denn jetzt hier? So. Oh, guck mal, da gibt's hier auch jede Menge wieder. Wie Aussichtspunkte hatten das? Zwei oder was? Drei. Okay. Gut, dann suchen wir erstmal Wayne. Call him Mr. Number. Call him Mr. Wayne. Wayne. I want it now and I want it now. Call me. Wie geht's weiter? Keine Ahnung. Naja. Aber der hat doch nicht der hat den Schuss nicht mehr gehört. Hier. Hat's oder was? Oh, B, Alter. Da. Hau ab, du. So. Da kannst du den Luftattentat machen. Komm mal her. Komm mal her, Miete, Miete. Komm mal her. Ich will mal ein bisschen revanchieren, du. Na? Alter, die ist weggesprungen. Scheiße. Komm her jetzt. Ich weiß schon ganz genau, was da passiert hier. Ich sehe wieder zurück. Oh, was ist denn hier ein Animus-Fragment? Wie komme ich da hin? Ach. Doofes Vieh. Mal gucken. Glaube ich, es geht nur hier, wenn ich so. So. Dann kann ich nämlich auch gleich hier einen Luftattentat machen. So, jetzt habe ich es. Yo, Pantherpelz. No, haben wir hier noch was? Nee, gut. Wenn ich jetzt auch mal hier hingehe, was passiert denn da? Ist noch mehr Schätze, ne? Mal aufpassen, nicht, dass hier irgendwie noch Krokodile sind. Wenn wir da hochkommen. Ja. Oder auch nicht. Habe ich irgendwie die Möglichkeit hochzukommen? Ah ja, okay. Hier ist schon wieder. Ein Baum. So. Und diesen Baum hoch. Oder auch nicht. Ach hier. Also wenn ich hier hochsteige, warte mal. Muss man ja da jetzt irgendwie hochkommen. So. Ja. Hier. So. Okay. Seht ihr das? Alles ein bisschen so leicht versteckt. Wie komme ich jetzt an das Animus-Fragment? Aha. Oder nicht? Ich muss da hoch. Okay. So, haben wir uns erstmal die Kiste hier. Hä? Wo ist die denn? Da.
Ja gut, Freunde, ich würde erstmal sagen, wir machen eine kurze Folge. Und dann sehen wir uns dann, also eine kurze Folgenpause, und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin sage ich mal tschö mit Öl.